Hallo Leute und willkommen zu Spor Friedlich. Ja, kann man vielleicht auch schon hören an dem etwas weniger hallenden Ton, beziehungsweise dass ich ein bisschen lauter bin. Ich sitze hier heute mal alleine. Das wird 4 Folgen lang so sein. Da Toasty heute nicht kommen konnte und wir deswegen halt nicht aufnehmen konnten. Aber naja, uns fehlen noch genug so Folgen bis zur nächsten Woche, dass wir wieder aufnehmen. Ich kann nämlich wirklich nur am Wochenende aufnehmen. Das heißt, 4 Folgen. Doch, dann können wir wieder aufnehmen. Das heißt, da ist das fette Viech. Ich bin hier gerade im Fernglasmodus übrigens. Den habe ich gerade entdeckt, als ich das Ding gestartet habe. Beziehungsweise als ich dann auf Escape gedrückt habe, dachte ich mir, ja, kannst du mal machen. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, denn wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich das Viech mal sehen, also wirklich so, was das Ding so kann. Irgendwie stumpf. Naja. Also. Ja, unser Schurke ist zwar nicht so stark wie wir selber, ihm fehlt nämlich nur ein bisschen Rammen und Schlagen, aber er hat ja um einiges mehr Leben als wir. Aber eigentlich auch ganz cool. Ja, und wir. Ach, ich Blödmann. Ja. Wenn ich Single spiele, denke ich mir auch, Hust. Nicht friedlich, aber wir sind ja im Friedlichen. Hätte ich fast vergessen. Ja, wir sind natürlich um einiges besser als unser Schurke. Aber naja. Wieso fehlt uns denn Singen und Bezaubern? Ich meine, wir haben doch alles auf Max. Komisch. Hä? Was leuchtet da denn? Ach so, ein kleines Bibi. Das sind wir. Ja. Interessant. Ich hätte gedacht, ja gut. So, wenn ich jetzt auf Fernglasmodus beenden drücke, dann drücke ich jetzt mal sofort auf Evolution. Und, ja, dann werden wir mal sehen, was unser endgültiges Erbauernis ist. Also, ich bastle jetzt nochmal kurz mit hin rum. Haha, Toasty, haha. Ich darf mal selber kurz entscheiden. Beziehungsweise, ich hab die Oberhand. Hihi. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Huhu. Was war das denn? Ich hab das Achievement nicht lesen können. Oh, immer mehrere. Derwisch, schließe die Kreaturenhunderte innerhalb einer Stunde ab. Boah. Cool. Evolutionär, schließe die Kreaturenphase ab. Geil. Die hätten wir jetzt zum Beispiel nicht gekriegt, hätte ich jetzt im Bösi-Let's Play schon weitergespielt. Bei dem wir gerade im Moment sowieso gerade auf genau gleicher Höhe sind. Mal sehen, ob das auch so weitergeht. Oder ob ich im Bösi-Let's Play nicht mal weiter überhole. Egal. Diese Aktionen als Kreatur haben deine Aktionen als Kreatur haben deiner Spezies eine neue Fähigkeit beschert. In der Stammesphase erwarten dich neue einzigartige Fähigkeiten. Ich denke mal, ich werde das so handhaben, wenn ich die Kreaturenphase in den nächsten 4 Folgen, die Stammesphase in den nächsten 4 Folgen noch nicht schaffe, macht Toaste eh den Rest. Und wenn ich die Stammesphase in den 4 Folgen schaffe, dann auch gut. Ich sag jetzt nicht, dass Toasty dann Zivilisationphase machen kann, ganz, aber er kriegt da ein bisschen mehr Mitspracherecht, weil ist ja auch ein bisschen fies. Aber er sagt ja, nee, 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 ich hab heute lieber Besseres zu tun, als aufzunehmen. Ja. Geil. So. Schauen wir uns das mal von Anfang an. Generation 8, alter Schwede, Generation 7. Ja, das Ding war idiotisch. So. Generation 6, also wir hatten schon 5 Generationen in der Zellphase, wusste ich gar nicht. Ja, das war unser, ja, unser Glubschi-Viech. Dann haben wir ein bisschen was, also haben diese Viecher hier gleichzeitig noch genommen. Also, die beiden haben wir nur gebraucht und diese ganzen Sachen haben wir gesammelt, bis wir unser Toasty seine erste, Kreatur in Anführungszeichen geschafft hat. Dann haben wir den hier in unser Rudel aufgenommen. Dann kam die Sache mit den Dickerchen O's.
Und da haben wir auch ein neues aufgenommen. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Genau. Haben wir noch ein bisschen dicker hier in Urs noch in den Rudel eingefügt. Und dann kam wieder meine Kreatur. Und ja, da ist schon unser erstes Ding gestorben. Ich denke mal, das war durch den Schurken, ja. Die wir später noch gekriegt haben. Oder auch durch, so, durch diese Riesen. So, das war mir Toastys geniale Kreatur. Dem auch gleich alles krepiert ist und er ein ganzes Bataillon an diesen Viechern da. Ach nee, das war ich ja. Ich bin ja immer durcheinander. Alle Viecher von Toasty, die spiele ich ja mit näher. Also sind mir noch zwei krepiert. Und wir haben nochmal eine ganze Horde von den Viechern aufgenommen. Dann haben wir den Schurken. Dann wirklich. Also unseren aktuellen Schurken. Der andere ist uns ja flöten gegangen. Aufgenommen. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen was dazugekriegt, noch ein paar Teile dazugekriegt. Und dann sind wir auch schon hier, in der 10. Generation. Bin mal gespannt, wie das abgeht, aber wir sind wirklich ganz oben in der friedlichen Phase. Wir sind super sozial. Ja. So. Ach so, interessant. Wir haben wirklich noch nicht das letzte Maul freigeschalten bekommen. Naja, das macht ja nichts. Ab jetzt ist das mit der Ausstattung ja eh Schnurzpiepel. Brauchen wir nochmal irgendwas an, an die Schweißspitze, dass das zumindest nicht so leer aussieht? Nee. Oder wir, naja, den wegnehmen dürfen wir auch nicht. Das sieht doch irgendwie doof aus. Aber wir können ihn ein bisschen mehr muskulöser hier. Ah, wobei, ich hab dieses Muskulöse ja schon vom Bösi-Let's Play so drin, aber wir sind ja der Friedliche, also sollten wir eher Wohlstand. Nee, Wohlstand ist eher kommerziell. So sind wir eigentlich schon ganz gut gerüstet. Wobei unsere Augen und der ganze Kopf eh ein bisschen riesig ist. So. Einen ordentlichen Kehlkopf sollte man haben, aber das ist auch wieder ein bisschen aufrechter gucken, würde ich auch sagen. Und die Füße an sich sind die Tanzfüße, ne? Die haben wir. Waden wie blöde, aber total keine Oberbeine. Oberbeine. Und unsere Flügel. Die sind aber auch cool. Die mag ich. Was haben wir denn noch so an Bezauberung? Ach ja, genau. Wir haben auch nicht das vollständige an Bezauberung. Dieses Haarkleid. Ja, das lassen wir aber auch so, oder? Warte mal, das können wir sogar noch. Ja. Schon wieder ein bisschen mehr. Ja, jetzt guck da. So, jetzt hat er ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Das können wir sogar noch. Nee, uns fehlt das Geld. Uns fehlt echt die Knete dazu. Aber so hat er zumindest ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf und wir werfen nicht alles aus dem Fenster für irgendeinen Blödsinn. Der Bauchpanzer sieht ziemlich gut aus, also den lassen wir auch so. Können wir die Zehen nicht eigentlich noch ein bisschen weiter? Genau. Breitere Füße, aber dafür ein bisschen kleiner. Sieht dann auch schon wieder ein bisschen ordentlicher aus. Die kann man auch wieder dann auch näher zusammenpacken. Ja, doch, gefällt mir. Diese Amphibienhände sind interessant, aber wenn wir sonst keine einzigen Hände sonst. Aber gut. Schweifspitze. Bisschen haben wir noch. Wir könnten, da das ja jetzt eh nur noch Deko ist, auch diese Rindenhaut draufpacken. Die glänzt auch ein bisschen. Hübsch. Bisschen Rindenhaut. Na, die könnte man in den Hals packen. Dann hat er so einen Halsschutz. Dann kannst du auch lassen. Oder das da? Moment. Zack. Bisschen größer noch. Komm.
So, da eine Schweifverlängerung. Ja, Oder machen wir ihn doch ein bisschen humaner und geben ihm den Schweif ganz weg. Ja, das geht eigentlich auch. So, so ein Schweif ohne alles ist auch irgendwie doof. Deswegen sollte man das eigentlich so lassen. Dann machen wir die Taille mal ein bisschen schmaler. Und ich weiß nicht, wie Toasty darauf reagieren wird, aber... Ja, doch. Unsere Make-Peace-Kreatur sieht doch ganz cool aus eigentlich. Ich sitze ja auch schon wieder ewig dran. Man merkt's. Na gut. Böser Blick. Na. Können wir noch ein paar Ohren verpassen? Nee. Gut. Ich bin noch nicht mit der Größe zufrieden ganz. Moment. Zack. So, das geht schon, das ist schon mal um einiges besser, finde ich. Wenn er nochmal eine Gliedmaßposition mehr hat. Ja. Aufrecht stehen. Doch, gefällt mir mehr. Gefällt mir besser. Das mit den Beinen sieht noch ein bisschen komisch aus, aber... Doch, so ist das besser. Gut, aber wir wollen uns jetzt mit den Details quälen. Wir sehen ihn ja fast nur noch so. Und, ja, Belgium Toasty. Ah, wollen wir ihn wirklich schon entlassen in die Wildnis? Warte. Wollen wir noch Nasenlöcher geben? Nee. Das ist schließlich Ohren. Von daher. Gut. Gut. Ist ja fast mal eine ganze Folge, die ich immer verschwende, aber wir wollen dann nochmal endlich in die Stammesphase reinschauen. Ja, geil. Ah, geil. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Stammesphase, filtere soziale Beschränkungen. Natürlich, wir wollen ja keine sozialen Beschränkungen, wir sind ja eine Truppe. So, sieht aus wie so eine kleine Ladeschnecke an der Seite. Mit der Maus, das ist übrigens der Mauszeiger unten rechts in der Ecke. So, wir sind schon mal die erste Stammeskreatur, das war die dritte unten im Ladebalken. Könnt ihr mal zurückspulen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Und, ja, wir haben die ersten Bauten. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über die über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Jo, du hast einen Stamm gegründet. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisungen ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das einmal an.
Das ist deine Fortschrittsanzeige, wie eigentlich immer. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Diese Ziele helfen dir, hier die oben da, die haben jetzt ein schönes Holzbrettmuster, deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klicke auf deine Hütte. Hütte, Hütte. Gut. Da oben. Klicke auf das Hut-Symbol, um das Stammesmitgliedermenü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke auf den Button Outfit bearbeiten, um den Stammesausstatter zu öffnen. Ja, jetzt können wir. Gerade noch haben wir die ausgestattet mit irgendwelchem Brimborium. Jetzt können wir die sogar ausstatten mit irgendwelchen Klamotten.